Herzlich willkommen bei IKEA in Bielefeld. Danke, ach, so sieht er also aus. Was ist das denn? Das ist doch nicht zu bezahlen. Nein. Ach, da sehe ich doch noch jemanden, der... Was ist das? Hallo. Herzlich willkommen bei DIY Inspiration. Und herzlich willkommen bei IKEA. Genau, wir haben heute mal wieder einen neuen Shop. Mhm. Es war ein Vorschlag aus den Kommentaren, ja, den wir übrigens sehr, sehr cool fanden. Mhm. Wir haben heute ein IKEA-Restaurant. IKEA-Pop-Up-Store hier bei uns. Wir haben ja sonst schon einige Shops gehabt. Und wir fanden die Idee mit IKEA richtig cool. Ich habe auch extra ein Shirt an in der Farbe von IKEA. Ich nicht, aber... genau. Aber wir werden jetzt hier gleich verschiedene leckere Sachen anbieten. Wollen wir das schon mal ein bisschen zeigen? Es gibt Hotdogs. Man kann ja bei IKEA dieses dieses Hotdog-Party-Pack kaufen. Das habe ich einfach mal getan. Also wir haben hier 640 Gramm Brötchen. Das sind 32 Stück. 32 Würstchen. Und da vorne in der hübschen Regenbogentasche sind auch noch die Soßen dazu. Und Röstzwiebeln. Genau, Röstzwiebeln. Und ich habe Stein mitgebracht. Soßen. Eva hat ganz viel bei IKEA gekauft. Eigentlich alles, was man so in diesem Shop kaufen kann, glaube ich. Ja, da gab es noch ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel keine Elfenbüllen gekauft. Kekse habe ich mitgebracht. Da habe ich sogar 3 zum Preis von 2 bekommen. Wow. Es gibt Snackdressing. Das würde ich sagen, wir bauen hier die Hotdog-Station auf, oder? Ja. Getränke. Die sind immer auch hier diese Hotdog-Tütchen. Die haben sie mir extra dazu gegeben, die waren so nett. Getränke. Trinkpäckchen? Genau, diese typischen... Was ist das eigentlich? Das habe ich mich immer schon gefragt. Das habe ich noch nie getrunken. Holunder. Okay, Holunder. Holunder-Trinkpäckchen. Dime. Ich glaube, hier gibt es auch noch irgendwo eine Dime-Torte. Hier gibt es die Dime-Torte. Sie ist ein bisschen kleiner, als ich vermutet hatte. Hab die tatsächlich noch nie gekauft, aber okay. Werden die einfach als Nachtisch anbieten. Frisch gebackene Zimtschnecke. Ah, super. Also das Nachtisch ist auf jeden Fall einiges da. Und hier der Hotdog-Stand. Und vegane Köttbullar, ne? Ja. Und falls jemand ganz viel mitnehmen möchte, bieten wir hier auch so eine IKEA-Tasche an. Unser Wechselgeld steht hier auch noch. Wir haben hier Servietten. Oh, die sind mit den Fischen. Oh, die sind auch sehr schön. Eva bereitet gerade hier die Zimtschnecken vor. Für was ist das hier nochmal? Das, das kann man auf die Köttbullar essen. Das ist Presselversion. Ja, sehr lecker. Also hier ist so die Hauptspeisenecke. Hier haben wir auch noch uns ein paar Schilder ausgedruckt mit IKEA. Ich habe ja eben schon gezeigt. Ich trage ja heute extra so ein blaues Shirt und ich werde mir jetzt hier gleich so ein IKEA-Logo noch dran kleben. Wow, dann werden wir hier oben noch so, vorne noch so ein paar Logos hin machen. Hier oben kann ich, glaube ich, schon mal eins einfach aufstellen. So, die Zimtschnecken sind im Ofen. Genau, Eva filmt mich auch noch mal, wie die den in die Zimtschnecken reinmacht. Hier haben wir das IKEA-Schild. Sehr gut. Und ich brauche jetzt gleich mal meine Hände frei, damit ich mir das Logo aufkleben kann. Ich gebe dir die Kamera. Ich nehme dir die Kamera. So, ne? IKEA. Sehr gut. Mal ein bisschen aufräumen hier. Hier nochmal ein bisschen aufräumen. Das Backpapier brauchen wir auch nicht mehr, ne? Das Backpapier brauchen wir auch nicht mehr. Die Hotdog-Brötchen sind ja kalt bei IKEA, ne? Ja, so also die könnte man halt so in so leicht erwärmen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Nee. Oder wenn die gleich fertig sind, wir können die noch unten so in den Backofen mit reinlegen. Sind die eigentlich aufgeschnitten? Ja, die müssen wir noch backen, ne? Die müssen wir braten. Ach, braten. Die braten wir. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal Wasser für die Würstchen auf. Oder 20 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Können wir sie da noch mit reinmachen? Können wir auch, weil ich glaube, es geht schneller in der Pfanne, oder? Dann braten wir. Wie, was ist passiert? Röstzwiebeln-Alarm! Wir bereiten hier nämlich schon mal die Schüsselchen vor. Genau, damit man sich hier auch so einen Hotdog machen kann an der Hotdog-Station. Weil es gibt die Hotdogs, wir packen die gleich einfach nämlich zum Servieren nur in die Tütchen und in die Brötchen und unsere Gäste können sich dann selber so nehmen. Ist das ja auch immer bei IKEA. Richtig. Man verliert dann irgendwie schon immer eine Gurke unterwegs. Ja, aber das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu, genau. So, die leckeren plötzlichen Köttbullar. Die sehen übrigens und schmecken ganz genau wie Fleisch. Ich hatte die schon mal. Ja? Die sind richtig cool. Und die Würstchen sind auch heiß. Die Brötchen sind bereit. Die liegen bereit. Und hier ist dann die Station. Hier sah es eben auch schon total schmierig aus. Das ist ja mal bei IKEA auch so, dass da überall so Röstzwiebeln liegen und dann jeder lässt irgendwie noch eine Gurke fallen. Mhm. Ich habe das aber noch mal wieder aufgeräumt. Ja. Die Soßen wird bei IKEA bestimmt auch regelmäßig aufgeräumt, aber da sind einfach so viele Leute. Genau, dann haben wir hier die Servietten. Hier sind ja noch die Blaubeeren, die Eva einfach noch mit dazu spendiert hat. Genau. Dann hier die Saftpäckchen, die Dime-Ecke. Ich glaube, das machen wir mal auf und Ein paar Sachen noch so. Genau.
hier so ein bisschen bedienen. Ich würde auch sagen, die darf man sich gratis nehmen. Die darf man sich gratis nehmen. Um ein bisschen unsere Kunden anzulocken. Kann man sich Kekse kaufen. Und genau, hier hängt die IKEA-Tasche. Genau. Cool. Ich finde, es sieht richtig toll aus. Und die Zimtschnecken, was machen die? Oh, also das sollten wir vielleicht mal gucken. Nicht, dass sie schon verbrannt sind. Nee, ich würde sagen, die sind ein bisschen aufgegangen. Die sind ein bisschen aufgegangen. Ich glaube, einen kurzen Moment können die noch. Das riecht so gut. Ja. Ich hoffe, die Kunden kaufen den nicht alle weg. Ich möchte auch so eine essen. Ja. Sonst behalten wir die einfach für uns. Ich glaube, die brauchen noch einen kurzen Moment, aber die können wir dann gleich ganz frisch verkaufen. Ich hole mal mein Handy raus. Wir machen wieder ein Video, ja, ne? Ganz genau. Hallo! Hi! Herzlich willkommen in unserem IKEA-Restaurant. Ihr seid eingeladen, aber bringt Kohle mit. Bringt Geld mit, das ist ganz wichtig. Das muss sich auch alles rechnen für uns. Aber es gibt super leckere Sachen. Wir haben Hotdogs, wir haben Daim-Torte und wir haben Köttbullar. Also es ist alles dabei. Kommt vorbei und bringt Appetit und Geld mit. Bis gleich! Ich war einfach in der Kamera. Genau, Eva war in der Kamera, ich war in der Kamera. Aber ja, ich denke, unsere Kunden verstehen das. Gut, dann schicke ich das sogar schon Kunden draußen. Unsere Gruppe. Hallo, herzlich willkommen bei IKEA. Hallo. Möchte jemand was essen? Wir möchten Kalaxial essen. Haben wir draußen stehen, aber drinnen haben wir auch was Leckeres. Ja, wir haben hier schon ein paar Kunden vor der Tür. Ja, die, kann ich reinkommen? Die lungern hier schon rum. Ja, komm mal rein. Ja. Kadi, du bist so wie dieser... Was ist das denn? Das ist doch nicht zum Bezahlen, sondern das ist... ich hab was zum Bezahlen dabei. Das hast du gekauft und jetzt holst du dir noch deinen Snack. Das hab ich von Ikea gekauft. Ja, ja, bei Ikea. Ist gut. Das du bringst deinen Ikea. Man immer, wenn man bei Ikea ist, noch ganz viele Sachen dabei. Manchmal hat man noch seinen Einkaufswagen dabei und dann geht man noch eben... Genau das. Ich wollte das eigentlich zum Bezahlen mitnehmen. Das kannst du nicht zum Bezahlen benutzen. Was gibt's denn? Also, es gibt vegetarische Köttbullar. Ja. Wir haben Hotdogs. Ja. Wir haben Saftpäckchen. Wir haben verschiedene Nachtischsachen, zum Beispiel Daim-Torte, Daim-Kekse, Blaubeeren. Ich nehme vegetarische Köttbullar. Mhm. Ich würde sagen, so fünf. So fünf ist eine gute Portion. Der Kunde bedient sich gerade an unseren Saftpäckchen. Das haben wir nicht gerne. So, hier ist einmal eine Gabel. Beim Daim darf er sich bedienen. Ach komm schon, Claudio. Er ist schwanger. Claudio. Hier. Du darfst die haben, du darfst dir die nehmen. Du kannst dir deinen nehmen, du musst nicht immer hier so eins auf Claudio machen. Ja. Oh, ein Wortspiel. So, Claudio, möchtest du vielleicht trotzdem noch so ein Brötchen dazu? Ja, natürlich möchte ich ein Brötchen dazu haben. Ja, bitte schön. Das war eigentlich oh, vielleicht können wir die gleich auch im Brötchen servieren, die Köttbullar. Ja, warte, ja, meine neue ich auch. Geschäftsidee. Wir machen eine neue Erfindung. Ja. Ja, ihr habt ja genug Brot. Und Max, kannst du dir noch Gurken oder ja, so oder so nehmen? Das ist einfach so eine Station, da kannst du, dich einfach frei bedienen. Ach, Claudio macht sich jetzt schon direkt so einen Hotdog. Mhm. Du kannst auch hier so ein Tütchen drum haben. Köttbullar-Hotdog. Ja, jetzt aber nur eine Frage. Wenn ich mir das schon selber mache, bin ich nicht eigentlich dann der Kellner? Nee, bist du Claudio, nicht. Claudio, warst du noch nie bei IKEA? Nee. Was? Wirklich jetzt nicht? Doch, ich war bei IKEA. Aber ich du bist doch aus Bielefeld. Ich hab keine Hotdogs gegessen. Ja, da ist so eine Hotdog-Station, da muss man sich das selber drauf machen. Ja, muss man? Ja, natürlich. Ja. Cool. Also Leute, schreibt mal, wart ihr schon mal bei IKEA? Oder seid ihr so Typ Claudio oder Typ Eva und Kati? Schaut mal, ihr könnt ihr sehen, wie ihr es machen könnt. Das ist ein DIY-Video von Claudio. Ja, ist ein DIY-Tutorial. Ich mach mal unser Fenster zu. Genau. Ach, Geld noch für mich. Danke für das Geld. Nee, das Geld bleibt bitte hier. Das ist unser Wechselgeld. Oder du kannst uns Trinkgeld geben, wenn du möchtest. Ja. Nein, Trinkgeld geben. Ja, hier. Ach so, danke schön. Ja, das ist schön. Aus unserem eigenen Kati, Geld. Kati, du kriegst auch was. Danke. Kein Problem, mach doch gerne. Ja, Freunde, ich danke euch. Hast du noch ein Trinkpäckchen? Ja, gerne. Was könnt ihr mir denn empfehlen? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe eben noch gesagt, das habe ich noch nie getrunken. Ich glaube, das habe ich mal probiert mit Preiselbeere. Das war ganz lecker, aber das weiß ich nicht. Also, ich nehme das hier. Magst du direkt vielleicht mal probieren, einen von den Köttbullar? Ja, gerne. Ich würde einfach mal direkt einen mitprobieren. Wir wollen ja auch gucken, was wir unseren Kunden da anbieten, ne? Gut schmeckt das. Lecker. Ja, schmeckt gut. Sehr gut. Top. Haben wir gut eingekauft, IKEA hat gut gekocht. Ja. Und die Zimtschnecken sind, glaube ich, fast bereit. Ja, kommt später, oder? Ja, kannst gleich nochmal kommen. Ja. Zum Zimtschnecken. Der nächste Kunde wartet schon draußen. Ja. Bei der Tür. Bitte los. Rein, bitte das reinkommen. Das können wir behalten. Dankeschön. Das hat uns auch. Kein Problem. Das hast du draußen nur gefunden. Hallo. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei IKEA in Bielefeld. Danke. Ach, so sieht er also aus. Habe ich mich schon immer gefragt. Aber sieht gut warst aus. Warst du noch nie da? Noch nicht in dieser Filiale. Also, ich werde mal ganz kurz berichten, was es hier so gibt. Es gibt Hotdogs. Die kannst du selber an der Hotdog-Station. Claudio wusste nicht, dass das so ist, aber bei IKEA kann man sich das ja mal selbst dann belegen an der Hotdog-Station. Wir haben vegetarische Köttbullar da. Wir haben da vorne verschiedene
süße Dinge da, Getränke. Nein! Man weiß schon, was ich tun will. Einen, ne? Zum Probieren darfst du dir nehmen. Okay. Warum hast du uns eigentlich so einen Schwarm mitgebracht? Weil der sehr schön ist. Und weil ich nicht mit leeren Händen komme, das wissen wahrscheinlich jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer schon, dass ich natürlich hier immer was bezahle. Du bist immer der großzügigste von allen. Natürlich, natürlich. Und deswegen habe ich jetzt heute mal einen Schwarm mitgebracht. Ja. Okay, dann überlege ich mir mal. Was möchtest du denn jetzt? Ich nehme auf jeden Fall einen Hotdog. Mhm. Ich würde den allerdings ohne das Würstchen machen, sondern einfach mal so ein paar Sachen. Du kannst auch die veganen Cutbullar drin haben, wenn du möchtest. Ja, danke schön. Die Idee hatte Claudio, der hat sich die veganen Cutbullar drin eingebaut. Das ist auch eine gute Idee. Dann packen wir die ganze mal hier rein. Eigentlich ist so dieser Bereich der Theke unser Bereich, der nach vorne für die Kunden arbeitet. Ich finde es hier ganz gut eigentlich. Ja. Ich finde das auch nicht schlecht. Nee. Ich meine, die Kunden arbeiten heute gut mit. Das ist auch der erste Shop bei euch, wo ihr einfach nur zugucken könnt, richtig, oder? Richtig. Das ist auch einfach genau wie bei Ikea, ne? Ja. Also natürlich genauso wie da. Wir sind bei Ikea. Natürlich, genau. Und ansonsten hätte ich dann gerne noch ein Kallax-Regal, eine Zimmerpflanze und... Zimmerpflanzen? Ja, nicht in einem Restaurant bestellen. Die Zimmerpflanzenabteilung. Falls ihr sie noch nicht hier im Hall gesehen habt, das ist meine neue Zimmerpflanzenabteilung. Okay, da fehlt jetzt eine. Du musst die wenigstens ein bisschen verrücken, dass das nicht so auffällt. Okay. Oh, cool. Da kann ich sogar wirklich die damit kannst durchkommen. Kannst du mitnehmen, ja. Cool, danke. Vielen, vielen Dank. Möchtest du noch ein bisschen was Süßes für danach? Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. René hat große Taschen. Okay, aber vielen Dank. Dankeschön. Willst du keine Bomben haben? Ich sehe, dass du dir dann unseren Soße rechnen hast. Ja, es gibt auch so tolle Sachen. Willst du probieren? Ja, Gurken sind nicht so meins. Also, ja, okay, dann pack eine drauf. Ich werde natürlich Bericht erstatten, ob sie mir doch geschmeckt hat. Du bist auch so einer, du bestellst bei McDonald's die Gurken vom Cheeseburger ab, ne? Ja, ganz genau. Oh, ja, genau. Richtig schlimm. Okay, aber vielen Dank. Gerne. Und viel Spaß mit dem Fahren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ach, da sehe ich doch noch jemanden, der... Ja. Was ist das? Hallo. Willst du bei uns putzen? Ich habe mir gedacht, ich habe heute mein Portemonnaie vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also ich kann euch ja ein Angebot machen. Aber sehr löblich, das heißt, Donny trägt das Armband, was ich ihm gebastelt habe, als Meerjungfrau. Oh ja. Und sonst trägt Donny sein Standard-Outfit, so sieht er immer aus. Ja, genau. Ich habe gedacht, meine Bezahlung ist es, hier einmal den Laden dann sauber machen, wenn ihr zumacht. Ja, das finde ich. Ja, gut, das kannst du machen. Das finde ich echt yes, okay, das huh. Kannst du machen. Ich habe mein Portemonnaie heute leider vergessen. Ja, das hören wir öfter. ja, wir halten Hotdogs. Man kann sich auch, das ist der neue Trend hier bei uns, ja. So ein Hotdog-Brötchen und da rein die Cutbullar. Und die sich dann da vorne an der Station noch mit Soßen und so verfeinern. Verfeinern, genau. Also ich würde auf jeden Fall die. In so eine Kugel nehmen. Köttbullar im Schälchen oder im Brötchen? Im Brötchen. Hm? Ich finde, das ist eine richtig gute Idee, die Claudio da hatte, ne? Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Hier, und belegen kannst du dir das wie immer an der Station selber, ne? Boah, das sieht richtig gut aus. Wer hatte die Idee? Claudio. Claudio hatte die Idee. Also vielleicht müsst ihr ja auch mal bei euch hier mitarbeiten. Ja. Vielleicht. Das ist eine echt gute Idee. Vielleicht, aber der stellt immer so hohe Ansprüche. Ach so, okay, dann nicht, ne? Nee. So, dann nehme ich auch nochmal hier ein bisschen Ketchup. Willst du probieren? Ja, genau, ich probiere es jetzt mal. Oh, jetzt habe ich mir den so voll gemacht. Das macht man noch das immer. Das ist bei Ikea, ja. Das ist normal. Ah, okay. Exzessiv belegt. Sehr lecker. Ja, schön. Möchtest du noch irgendwas Süßes so als Nachtisch vielleicht? Ich kann noch eine Serviette nehmen. Ja, Serviette kannst du dir gerne nehmen. Habe ich dir auch eigentlich gerade schon mal eine. Saftpäckchen können wir auch kannst anbieten. Auch ein Saftpäckchen vielleicht. Ja. Mit Holunderblüte ist das. Oder was schmeckt denn besser? Das wissen wir gar nicht. Habt ihr es selber probiert? Nee, noch nicht. Okay. Wir verkaufen die Sachen nur. Also. Wir arbeiten hier einfach nur. So, okay. Du kennst uns. Ich probiere mal hier das. Ja, nimm dir das gerne mit. Das ist, glaube ich, Cranberry? Cranberry. Vielleicht so. Noch irgendwie ein bisschen Keks oder so. Ja, einen Keks nehme ich auch. So eine ganze Packung vielleicht? Ja, genau. Kannst du mir unter dem Arm klemmen. Achso, die Bezahlung ist ja, dass du später hier sauber machst. Ja. Alles klar. Genau. Gut. Und super, vielen Dank. Schmeckt wieder vorzüglich. Das freut uns. Ja. Das freut uns. Sind hier noch Gäste da oder sonst essen wir selber erstmal was? Ich glaube, wir essen selber erstmal was. Ich mach dir die Tür auch an. Lass Donny frei! So, also, Felix ist noch nicht da. Ich mach mir Sorgen. Ich auch, der ist normal als erstes da. Ich mach mir unglaublich Sorgen, weil Felix ja eigentlich immer derjenige ist, der sofort so da vorne an der Tür steht und dann auch nicht so schnell wieder aus dem Laden rausgeht, aber ja, irgendwie ist er noch nicht da. Wir werden uns erstmal jetzt selber einen Hotdog machen. Okay, bei Kati kommt erstmal ein Würstchen rein. Genau. Ich werde mir auch so eine Hotdog-Tüte da drum machen. Und dann
wir haben es gerade schon bei Donny gesagt, da wird mal nicht mehr gegeizt. Ist mehr. Mehr ist mehr bei den Hotdogs. So. Soßen. Ich finde immer diese Dressing-Soße total. Ich finde die auch super. Ich wusste gar nicht, dass man die da auch kaufen kann. Ich dachte immer, man kann da nur Mayo und Ketchup kaufen. Man bekommt in dem Hotdog-Paket alles mit rein, was zu den Hotdogs dazu gehört. Und früher habe ich ja nicht gerne Senf gegessen, aber das hat sich geändert. Ich esse jetzt auch mittlerweile ganz gerne Senf. Ich nehme auch einfach alles bei IKEA. Und noch ein paar Röstzwiebeln dann oben drauf. Das mache ich aber in die Soße, damit das auch festhält. So. Soll ich jetzt mal die Kamera nehmen und dann macht Eva sich noch einen Hotdog? Gerne. Dann schnapp ich mir hier ein Hotdog-Tütchen. Ich finde das übrigens super, dass die Brötchen dass schon vorgeschnitten dass sind. Dass die geschnitten sind, ja. Ich mache mir einen Doppel-Hotdog. Ah, auch eine gute Idee. Also hier kommen zwei. Man kann sich auch da so einen bestellen, wo eine etwas größeres Brötchen oder etwas größere Wurst oder so. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Einfach direkt einfach. Das ist auch eine gute Idee, finde ich. Ich mache es mal so anders. Ideen. Ich mache mal unten. Ja, genau, ist auch eine. Unten Röstzwiebeln. Auch, und dann kommt die Soße da erstmal drüber. Die Röstzwiebeln unter der Soße verstecken. Mhm. Dann können die nämlich nicht rausfallen. Die fest geklebt. Gürkchen oben drauf. Und dann mache ich noch ein bisschen Ketchup und Senf drauf. Ich bin kurz zusammengezuckt. Hier ist mir was passiert. Nein, das ist wieder umgefallen. Naja. Es tut mir leid, Kati. Ja, er wird trotzdem noch gut schmecken. Ach, guck mal, wer hier um die Ecke kommt. Ibims. Hallo. Unser Lieblingskunde. Wir haben schon unsere Hotdogs gerade aufgegessen. Es hat heute echt lange gedauert. Felix. Aber ja, ja, mir hat keiner Bescheid gesagt. Sorry. Ja, ich hatte es in eine Gruppe geschickt, aber irgendwie ist das anscheinend bei dir nicht angekommen. Ja. Ja, komm doch erstmal rein. Herzlich willkommen bei IKEA. Ja, ich liebe IKEA. Also, wir haben vegetarische Köttbulla, wir haben Hotdogs. Und hier ist die Hotdog-Station, wo man sich alles belegen lassen kann. Also nicht belegen lassen, sondern sich selber belegen. Man kann sich Servietten nehmen. Fischservietten, wir haben Getränke. Wir haben Daim-Torte. Auf. Und Sie sind der erste Kunde, der frische Zimtschnecken essen kann. Hm? Die waren noch nicht fertig. So. Die waren grade, sind gerade frisch aufgebacken. Das ist Zucker. Das ist Zucker. Mm. Salz. Zucker. Ich hätte eigentlich gern alles. Ja, gerne. Ist gar kein Problem. Wir haben auch extra für Kunden wie Sie hier vorne eine Tasche, wo man sich dann noch was mitnehmen kann. Wenn man so viele Sachen mitnehmen möchte. Ach so, ich will sie aber alle essen. Alles sofort auf der Hand? Ja, gibt es Teller oder so? Ja, das gibt kleine Teller. Oh. Hat keiner die Deim-Torte bisher probiert? Nein. Nee. Wollen Sie mit Deim-Torte anfangen? Ja, ich würde Felix ist fassungslos, dass noch niemand die mit Deim-Torte gegessen hat. Das macht man eigentlich nicht so, aber ich würde vielleicht einfach andersrum anfangen, damit das auch nochmal probiert wird im Video, bevor ich jetzt Hotdog und sonst was esse, was das ja anscheinend schon gab. Das ist gut, dass Felix einfach nur an unsere Zuschauer denkt und nicht an sich selbst. Ja, also Felix hat sich entschieden für eine Deim-Torte. Mhm. Er möchte heute einfach wie andersrum anfangen. Denn? Ja, du bist der Erste, der überhaupt noch Geld fragt. Okay. Wir haben schon einen Schwan geschenkt bekommen und ein Bild, was ich gestern tatsächlich selber bei IKEA gekauft habe. Aber ich glaube, das war eigentlich kein Geschenk für uns, sondern der hatte einfach noch seinen Einkauf unterm Arm. Ich glaube auch. Ich möchte auch die Deim-Torte probieren. Und wir haben von Donny das Angebot, der hat seinen Staubsauger mitgebracht. Der will hier gleich, nachdem das Geschäft durch ist, nachdem der Pop-Up-Store wieder abgebaut ist, hier sauber machen. Richtig. Und ob er das wirklich macht, das bezweifle ich noch. Ich glaube, er wollte einfach nur den Staubsauger loswerden. Sag doch mal was dazu. Wie schmeckt das denn? Mega super gut. Aber ich hatte tatsächlich noch nie Deim-Torte, aber es erinnert mich nicht so stark an Deim selber. Ja, das wollte ich auch sagen, aber für mich ist das was Gutes, weil ich mag Deim eigentlich nicht. Gut, dass du dann also als erstes die Deim-Torte bestellt hast. Ja, ich habe schon was davon gehört, dass die ganz gut sein soll. Auch für Leute, die Ich würde die jetzt auch gerne probieren, jetzt wo ihr die... Du kannst mein Stück... Ja. Ist einfach die erste. Ich nehme einfach... Ich hole dir eine Gabel. Ja, danke. Die gebe ich dir nämlich nicht von mir. Also Deim-Torte können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Ist auch noch so schön kühl. Mhm. Mhm. Ist da so eine Creme irgendwie dazwischen, ne? Was ist das? Mandel. Vielleicht ist das wie Marzipan nur in flüssig oder so, ne? Mandel. Mhm. Stimmt. Okay. So, Kuchen ist alle. Mhm. Jetzt sehe ich Felix, der geht hinter die Theke, der nimmt sich jetzt hier eine Zimtschnecke. Ich arbeite hier bestimmt schon. Schneid einfach mal ein bisschen was durch. Dann wir probieren die selber. Genau, wir würden die auch gerne probieren, Eva und ich. Und hast du die selbst gemacht oder wie ist das? Nee, die habe ich bei IKEA gekauft. Achso, komplett fertig? Ja. Das war, glaube ich, deine Gabel. Weil du hast ja auch schon mal solche selbst gemacht irgendwie. Mit ja, die kann man natürlich auch selber machen aus Hefeteig. Aber diese hier sind heute ausnahmsweise Original IKEA-Produkt. Die sind auch warm. Mmh, lecker.
Mega. Ja, Felix ist gerade noch sein Nachtisch, aber ich würde dir jetzt auch gerne mal die Hauptspeise anbieten. Was darf es denn sein? Ach, von allem, ne? Mhm. Also, dann mache ich dir als erstes. Ich habe hier schon ein Brötchen eingepackt. Achso. Hat mein Blick sehr gut gedeutet. Aber ich glaube, er wollte gerne zwei Hotdogs auch, ne? Mhm. Ja, genau. Einmal mit so einem normalen Hotdog und einmal mit dem Cutbowler. Genau, das hat sich anscheinend schon rumgesprochen, dass, dass es hier bei uns den Cutbowler Hotdog gibt. So, Felix, hier kannst du dir belegen an der Station hier vorne. Ich mache bei mir nur Ketchup und Röstzwiebeln drauf. Okay. Aber bei beiden. Und keine Gurken? Nee, Kadi besteht darauf, dass überall Gurken drauf sind. Weil die Gurken richtig lecker kannst du sind. Das selber essen. Nein, ich finde das richtig lecker mit Gurken. Ich esse das nicht, wenn da Gurken drauf sind, tut mir leid. Ist ja gut. René auch nicht. Okay. Bist du etwa auch, also sagst du dann, wenn du bei McDonald's den Burger bestellst, bitte ohne Gurke? Ja. Ich sag auch ohne Zwiebeln. Ich lasse inzwischen die Tomaten drauf, sei froh. Ach, muss ich das auch noch probieren? Nein. Das schmeckt. Das weiß ich jetzt schon. Auf jeden Fall. Wir können es dir einpacken oder du kannst es auf dem Teller mitnehmen. Oh, warte, hier ist ja so eine Serviette. Ja. Wenn du magst, kannst du dir noch ein Getränk mitnehmen. Ja. Vielleicht noch irgendwie ein Stückchen Deimtorte für unterwegs oder wie auch immer. Also. Probier dieses. Noch? Du bist der Erste, der sich dafür entscheidet. Sag es uns, wie es schmeckt. Elderflower Drink Organic. Ja. Sag es, wie es schmeckt. Was ist Elderflower? Aber es klingt total interessant. Warum nimmt man das nicht? Holunder. Nicht alle sind so mutig wie du. Das ist super lecker. Unser letzter Kunde verlässt gerade die Tür. Und knallt sie Felix, einmal zu. Felix war wieder eine ganze Weile hier. Ja, aber hat aber sehr viel probiert. Hat war genau begeistert, ne? Und er war ein richtiger Essenstester heute. Ja. Wundert mich doch, dass er nicht noch auch noch Noten vergeben hat. Nächstes aber, Mal. Aber ja, doch. Wir freuen uns, dass unsere Kunden da waren. Wir haben gar nicht gefragt, wie der Store so rankt so im Vergleich zu unseren anderen. Aber ich glaube, der ist schon ziemlich Der ist schon gut angekommen. Mhm. Vor allem, weil man hier so viele Möglichkeiten hat. Wir haben ja auch erlaubt, dass man sich in den Hotdog bei uns darf man einfach alles. Genau, und man darf selber lecker hier an der Station. Mhm. Und die sieht auch noch echt ordentlich aus dafür, dass jetzt hier gerade einige Kunden waren. Das haben sie richtig gut gemacht. Hier ist noch so ein angebissenes Daimenkuchen. Ich glaube, das ist aber von uns, ne? Das ist nicht von Felix. Genau, das haben Eva und ich uns geteilt. Das sehen wir gleich noch weiter. Wie hat es dir gefallen? Super. Ich fand es fantastisch. Gerne wir essen wieder. Jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Mhm. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und lasst uns mal wissen, seid ihr Team IKEA? Also kennt ihr das? Oder seid ihr so wie Claudio, der irgendwie anscheinend gar keine Ahnung davon hatte? Schreibt es mal in die Kommentare. Mhm. Geht ihr da auch gerne hin? Ist das irgendwie bei euch auch so standardmäßig noch ein Hotdog, bevor man das nach Hause geht? Das muss. Bei mir ist das auch immer so am Ende so, aber noch einen Hotdog. Ja, dafür ist immer Zeit. Das muss auf jeden Fall. Ja. Gerne alles unten reinschreiben, abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.